Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Novus. Woo! Okay, wir sind wieder zurück in Minecraft Novus. Entschuldigung, da musste ich ganz kurz mit den Atem anhalten. Und wir machen heute wieder ganz viel interessanten Stuff, hoffe ich. Ich hoffe, dass er für euch interessant ist. Ich muss die Energie im Auge behalten, weil beim letzten Mal haben wir ja, na, ihr wisst ja schon, Kraftwerk steht ganz weit weg und so. Und ich weiß nicht, ob das alles funktioniert. Aber Leute, heute machen wir erstmal das Schild hier kaputt. So, weggeschnitzelt. Und kümmern uns weiter so ein bisschen um Autocrafting. Und dann möchte ich gerne noch was am Spawner arbeiten. Aber am letzten Mal haben wir das hier gemacht. Ein rein theoretisch komplett funktionsfähiger Autocrafting für die Sachen von Mechanism. Also für diese kleinen Teile. Und ich möchte später Windräder in Massen produzieren. Deswegen hätte ich die gerne immer da. Das hier hat gerade 3 von 8 Channeln. Das heißt, das funktioniert. Das hier zählt auch als Channel. Das ist ja gemein. Na, aber das würde auch funktionieren für den unteren Arm. Denn ich möchte da gleich noch ein bisschen mehr dran bauen. Und der hat gerade 11 Channel. Also das geht eigentlich noch alles fit. Da haben wir genug Channel. Was mache ich hier mit? Das kann ich wegmachen. Das brauche ich hier nicht. Und was ich heute machen will, ich möchte ein bisschen Ruhe in meinen Kabelsalat bringen. Ja, ja, ich möchte auf jeden Fall ein bisschen Ruhe in meinen Kabelsalat bringen. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle mal Cable. Oder das ist eigentlich Conduit, ne? Conduit. Genau. Ich möchte mir nämlich ganz viele von den Dingern hier machen. Eigentlich möchte ich mir ganz viele von den Dingern hier machen, aber dafür fehlt mir noch ein bisschen was. Und das machen wir in den nächsten paar Folgen. Jetzt allerdings erstellen wir uns erstmal noch, machen wir uns mal einen Stack davon. Easy. Und wir haben echt einen Stack davon. Und dann suche ich mir hier noch Conduit-Fassaden raus. So, die Dinger nämlich. Und dann brauche ich eigentlich nur noch meine Wrench. Und zwar meine Jetta-Wrench. So. Und dann gehen wir hier hin und verkleiden alles vernünftig, weil das hier ist aktuell scheiße. Das ist einfach nur aktuell große Grütze und hier möchte ich natürlich auch auf fettere Kabel umsteigen. Meine Kabel in diesem Projekt werden die grünen sein. Also das werden wahrscheinlich die Kabel sein, mit denen wir uns die meiste Zeit beschäftigen. Wobei ich auch durchaus Bock hätte auf Kabel, auf die hier umzusteigen, die einfach mal 128.000 Kilo speichern. Also die werden die Hauptleitung sein in unserem Gebäude und die anderen, die von Ender.io, werden unsere Nebenleitung sein, die in jeden Korridor gehen. Also nur, wenn wir es brauchen. Hier zum Beispiel brauchen wir, reichen die Advanced völlig aus. Also alles easy, impedeasy. Hier, oh. Habe ich da gerade Energieloss gesehen? Ja, aber aktuell stimmt wieder alles. Ich werde jetzt erstmal das Ding hier wieder platzieren. Ich weiß es nicht. Also, es sieht voll danach aus, als würde alles funktionieren. Es ist mega geil einfach. Wir kriegen immer noch Erze. Das heißt, es wäre Schwachsinn, jetzt unseren Miner abzubauen. Der ist noch nicht durch, also. Was machen wir zuerst? Wovon sollten wir die Kabel verstecken? Und ich glaube, das Erste, was ich mache, ist hier oben die Kabel wegmachen. Weil die stören mich extrem. Die sind einfach nur, die gehören hier einfach nicht hin. So, das ist einfach nur Quatsch, dass die hier irgendwie so in der Luft rumpurzeln, weißt du? Auch hier, das muss alles weg. Aber, erstmal machen wir hier unten. Damit sollten wir die Stromversorgung für alle schon gekappt haben. Ich weiß auch nicht, warum der so nach unten geht. Das ist ein bisschen verbuggt anscheinend. Und dann reißen wir mal das hier ab. Die Kabel hier hinten waren auch völlig unnötig. Die waren zu viel. So, und dann werden wir jetzt mal hier dran die ganzen neuen Kabel anschließen, die wir schön verstecken können. Sollten die Maschinen ja wieder laufen, das ist ja gar kein Problem. Und dann machen wir hier nämlich einfach die Kabelfassaden dran. Sehr nice. Und dann sollten die Maschinen wieder laufen, die sollten auch wieder komplett Strom haben. Sehr, sehr nice. Und wir haben alles schön versteckt. So. Nummer 2 ist, wir brauchen hier dran Strom. Das heißt, wir müssen von hinten irgendwie rankommen und gucken, dass wir das richtige Loch erwischen. Das sage ich jetzt einfach so. Fuck, das falsche Loch. Haha, das richtige Loch. Moment. da das hier so ein bisschen. Ich möchte die Hauptleitung später woanders haben, aber hier können wir schon mal einfach so hochgehen. Das können wir später ja umbauen. Dann mache ich hier noch Kabelfassaden dran. Da unten jetzt erstmal noch nicht. Und dann mache ich hier wieder einen Laborblock hin. Und dann können wir wieder zurück. Und Stahl wird auch nicht produziert, weil wir mehr als genug Stahl haben. Der produziert ja, der sollte ja eigentlich nur. Was ist das hier gerade, wenn ich fragen darf? Was soll das hier? Keine Ahnung, was ich mir da gedacht habe. Hä? Ach so, weil ich die Kabel ausblende, ne? Ich möchte mir die Kabel aber durchaus anzeigen lassen. So. Und das hier einmal ganz kurz abreißen. Weil das brauche ich ja nicht. Das ist absolut Quatsch hier hinten. Wie kriegt das denn Strom eigentlich?
Nee, jetzt kriegt das gar keinen Strom mehr, ne? Deswegen muss ich den von hinten powern. Mal wieder. Klimm, du machst alles von hinten. So, ich glaube hier. Ha, boah, bin ich gut. So, da reicht auch der kleine Energy Conduit, weil da nichts anderes hinkommt. Und wir haben gerade zwei von den kleinen, also platziere ich die einfach mal hier so. Das heißt, der connected nicht mit dem? Warum das denn nicht? Gut, bauen wir sie wieder ab und machen die fetten hin. Also, ist jetzt nicht so, als hätte ich keine mehr von den großen, ne? Aber ist ein bisschen seltsam. Egal, machen wir hier wieder zu. Gehen wieder runter. Und sehen, dass hier alles funktioniert. Warum schmilzt das Ding überhaupt? Achso, weil das ja schmilzt, solange wir mehr als 5000 Oakwood haben. Und sagen wir mal 5001, weil dann so, dann haben wir auch 5000 MME-System. Das hier ist nur an, wenn wir mehr als 2000, wenn wir weniger als 2000 Stahl haben. Stahl verbrauchen wir gerade gar nicht, also easy peasy. Und das Ding müsste jetzt eigentlich durchrauschen und die Dinger direkt ins ME-System ballern. Genau, und uns so lange neue Teile herstellen, bis wir 300... Und, ne, bis wir 300 Stück haben. Perfekt. Also sollte das eigentlich schon perfekt funktionieren. Ich guck mal ganz kurz im ME-System nach. Alloy, 25 Stück, das werden gleich 26 sein. Dann stellen wir die also auch schon mal automatisch her. Und jetzt möchte ich eigentlich eine Sache machen, die ich schon vorher machen wollte. Bin nicht zugekommen. Wir haben schon einen Teil der Aufgabe erledigt, schon bevor wir die Folge angefangen haben. Denn wir haben mehr Windräder gebaut. Und zwar 12 Stück, ihr erinnert euch. Die haben wir, glaube ich, in der letzten Folge gemacht. Ich bin so ein bisschen durcheinander, weil ich die alle am Stück aufnehmen muss, wegen Tokio und so. Deswegen, wir haben nämlich... Wir haben nämlich... Ich möchte mehr Enderperlen haben. So, long story short, ich brauche mehr Enderperlen. Und dafür habe ich hier... Ich habe einen Autospawner. Und ich habe geguckt, wie viel Strom das Ding frisst. Und das Ding frisst... Nee, das reicht nicht, aber das hier reicht. Das Ding frisst 1800 RF pro Tick und die Windräder, die ich hingebaut habe, produzieren 1920 RF pro Tick. Das heißt, wir haben mit den neuen Windrädern, die wir hingebaut haben, die kompletten Kosten des Spawners gedeckt und deswegen ballere ich den jetzt hier noch hin. Das sind die, genau, das sind die Lichter. Das heißt, ich werde den Powered Spawner mal hier hinballern und den einfach so rudimentär. Kann ich das wegmachen? Ja, das kann ich sogar komplett wegmachen, das ist nice. Werde ich den rudimentär... Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe hier nirgendwo Kabel liegen an der Seite. Das ist schon ein bisschen blöd. Ich möchte mir gerne Kabel hier rein. Jetzt kommen die Blazes. Da muss ich mal ganz kurz weg, bis sie tot sind. Kein Problem. Grinder, los, erledige deine Aufgabe. Danke. Danke. Und der letzte bitte auch noch. Tschüss. So, dankeschön. Und ich würde gerne, wobei hier können wir das noch intern laufen lassen, das spielt ja absolut keine Rolle. Das hier würde ich gerne mal wieder abbauen. Und das dann hier rausführen. So, wir machen jetzt mal von draußen weiter, hier drin müssen wir nichts mehr machen. Wir haben ja mehr als genug Energie, um das Ding zu versorgen. Das heißt, ich gehe hier lang, perfekt, hier ist es schon. Und eigentlich müsste hier doch direkt ein Anschluss sein, wo ich das dann anschließen kann, oder? Das mache ich mal zu. Und dann gucken wir mal, ob hier gleich Endermen drin spawnen. Wir bleiben mal ein bisschen stehen und gucken einfach mal und genießen die Show, der vielleicht spawnen. Enderman wäre ganz cool eigentlich, weil dann würde das funktionieren, was ich mir ausgedacht habe. Was heißt ausgedacht habe? Das ist halt nur ein Powered Spawn, den wir da jetzt reingebaut haben. Aber dann funktioniert auch die Kabelverbindung und alles drum und dran. Dann ist alles easy. Wenn dann vielleicht mal Enderman spawnt. Oder auch nicht. Lasst euch Zeit. Nun, wir könnten natürlich mal reingehen und gucken, was abgeht. Die könnten vielleicht auch hier oben spawnen, oder? Nee, eigentlich nicht. Das wäre eigentlich Schwachsinn. Geht hier jetzt Strom durch? Hier, ja, geht immer mal so ein bisschen Strom durch. Aber auch jetzt nicht viel. Ich werde mal ganz kurz wieder da reinfliegen, sobald die Blazes tot sind. Tschüss. Und tschüss. Dann gucken wir mal ganz kurz nach, was abgeht. Ne, der kriegt definitiv viel zu wenig Strom. Der kriegt zu wenig Strom, Leute. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich würde gerne bitte wieder hier raus. Dann machen wir das mal wieder rudimentär geradezu, indem ich einfach nur den Block dahin packe. Die Blazes können ja nicht raus. Der bekommt zu wenig Strom. Das liegt wahrscheinlich daran. Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, das liegt daran wahrscheinlich. Das wird das Bottleneck sein. Das Basic Cable kann nicht so viel Strom übertragen. Deswegen reiße ich das mal ab und ersetze das durch ein
schnelleres. Das heißt, das Advanced Cable bekommt jetzt Strom von hier hinten. Das sind alles Advanced. Ich muss anfangen, richtige Stromleitungen zu legen, Leute. Das ist sonst absoluter Quatsch, wenn ich da überall Strom rausziehe und das funktioniert nicht so wie jetzt zum Beispiel. Jetzt hat er aber immer noch lange nicht genug hier maximal 1600 F pro Tick. Ihr merkt schon, das funktioniert nicht ganz so gut. Das heißt, wir müssen mal eben unsere Stromsituation umbauen. Wir haben aktuell noch dieses schlechtere Kabel. Ich möchte natürlich jetzt auf diese fetten Ender-Kabel aufgehen. Das wollte ich eigentlich mit dem Ender-Spawner machen. Aber wir haben ja noch Elite-Kabel, oder? Wir haben ja noch die fetten Elite-Kabel. War, hießen die nicht irgendwie irgendwas mit Elite? Wo sind die denn im Inventar? Doch, da, im Inventar sind die. Hurra! So, wir gucken mal ganz kurz. Hier geht immer noch keine Energie weg. Das passt also alles locker easy. Ja, hier dieses Kabel hat auch noch genug Strom. Hat noch genug Strom. Hat noch genug Strom. Hier versagt's. Hier versagt es halt echt vollkommen. Der kann das nicht mehr powern, der kann das nicht mehr powern. Es ist auch super großes Schwachsinn, was ich hier alles gebaut habe teilweise. Hier zwischen haben wir einen kleinen Kabelkanal, wo wir vernünftige Stromleitungen legen können. Die Stromleitung hier würde ich gerne unterirdisch legen. Dafür brauche ich ein paar von diesen Enderkabeln, wobei das eigentlich auch gar nicht geht. Weil das ja mega fette Stromleitungen sein sollen. Die kann ich nicht einfach hier reinlegen. Deswegen muss ich gucken, wo ich den Strom verlege. Ich glaube, ich verlege den fett hier oben lang einfach mal. Und zwar genau auf der Höhe einfach. Das werden später andere Kabel sein. Jetzt aktuell werden das diese Kabel sein, aber später werden das durchaus andere Kabel sein. Und dann werde ich mal ganz kurz hier den ganzen Mumpitz, den wir hier gebaut haben, abreißen. So. Das ist ja kein Mumpitz, aber das ist halt Stromversorgung von vor 2 Jahren. Ist halt auch nicht so geil. Das hier müsste jetzt deutlich an Energie... Ne, wie denn auch? Ist ja nicht angeschlossen. Aber da schließen wir das jetzt an. Und das müsste jetzt auch deutlich an Energie verlieren. Jop, verliert Energie. Kann ich bestätigen. Das Ding verliert noch keine. Warum verliert es keine Energie? Weil gerade nichts was verbraucht? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Eigentlich verbraucht immer alles. Kann das gerade echt sein? Moment, das ist jetzt wichtig. Weil der Tesseract ist nirgendwo mehr angeschlossen. Wir kriegen vom Tesseract keine Energie. Trotzdem, ah doch, jetzt. Weil noch Rest in den Kabeln übrig war. So, das heißt, wenn ich den jetzt wieder an den Tesseract anschließe, sollte, ja, über 1011 und der ist schon wieder voll. Gar kein Problem, überhaupt gar kein Problem. Unsere Energieversorgung hält Stand. So, das heißt, wir können aber auch das Ganze hier oben wieder abreißen. Ich möchte den natürlich jetzt ganz kurz hier durchführen. Das wird natürlich ein bisschen hässlich aussehen, auch später. Aber mein Gott, irgendwo muss halt mal hässlich sein. Wir kriegen das mit Sicherheit schon irgendwann schön hin, aber halt jetzt nicht gerade. Und dann verlege ich die, wo die Hauptstromleitung auch hier hinterliegen kann. Mal ganz kurz weg. Ups, nein, das möchte ich gerne wieder haben, denn die Dinger sind ja eigentlich gar nicht mehr so teuer. Und dann legen wir die Stromleitung hier so lang. Das hat sich jetzt auch mit dem einen Ding da hinten verbunden. So. Und dann können wir das Ding einfach hier ran anschließen und wir sollten da auch mehr als genug Strom. Wir ballern jetzt da wahrscheinlich den übelsten Strom rein. Und jetzt sollten auch die Endermen ohne Probleme spawnen können. Ich möchte trotzdem mal ganz kurz gucken gehen, ob der Spawner jetzt genug Saft hat. Ja, der Spawner hat jetzt absolut gar kein Problem mehr. Es ist absolut überhaupt gar kein Problem mehr für den Spawner, hier Endermen rauszuhauen. Und da kommen sie auch schon und ich würde gerne die Wand wieder hinstellen. So, die Endermen müssen jetzt auch eigentlich ganz normal wie die anderen Mobs. Ich muss mal ganz kurz so transportiert werden. Weil ich die für Spark angemacht habe. Dann mache ich die wieder aus. So. Ich mache die wieder so. Der Otto. Danke fürs Spoilern. So, hier packen wir aber wieder die ganzen Dinge auf Private, dann kann Skate sich auch nicht beschweren. So, und tja, wenn ich reinkomme, Arsch. So,
Hier haben wir jetzt alles, so viel spoilert er ja nicht. Das meiste haben wir da unten gemacht und da ist er nicht reingesehen. Perfekt. So, hier gucken wir nochmal ganz kurz. Hier haben wir jetzt 82 Erfahrungslevel. Da hat es ja so nicht so viel geändert. Wir müssen hier, glaube ich, die Konstruktion noch ein bisschen verbessern. So, verbessert. 10 von 10 Verbesserungspunkten. Ich wollte Skate eigentlich nur ärgern. Man kann nicht so viel sehen, wenn man hier reinkommt, weil hier ist nichts Neues. Alles Neue ist irgendwie hier unten abgegangen und das meiste Neue ist sowieso, warte mal ganz kurz. Warum verbraucht er, Gott verdammt! Warum verbraucht er so viel Channel? 6 Channels. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, stimmt. Na, hat er schon mal richtig gezählt. So, perfekt. So, das läuft alles. Die Energieversorgung läuft. Unser Autospawner läuft. Wir haben genug Energie, um den Autospawner zu versorgen, weil ich vorher danach geguckt habe, dass der eben genau so viel Energie hat, um den zu versorgen. 5 Enderperlen schon. Uncommon Treasure, das werden wir auf jeden Fall aufmachen. Geil, Coins, die können wir wieder rauswerfen. Habe ich einen Diamant bekommen gerade daraus? Okay. So, perfekt. Guck mal, die Blazes spawnen hier, die Endermen spawnen hier und die sollten da auch nicht rausrennen, weil sie haben keinen Grund, sich wegzuteleportieren. Ich habe das, wie gesagt, getestet und da ist nicht ein Enderman entkommen und ich habe das sehr, sehr lange getestet. Also, die haben, glaube ich, gar keinen Bock, sich wegzuteleportieren. Und der hat die einfach nur abgeschnitzelt, so. Und ich hatte da noch ein paar andere Mods drin, gar kein Problem. Seht ihr ja, hier sind mehr Enderperlen. So, das heißt, das funktioniert auch perfekt. So, 16 Minuten haben wir schon von der Folge. Ich möchte mal ganz kurz gucken, vielleicht rüsten wir auch unsere Hauptstromleitung jetzt schon auf diese übelsten Dinger um. Und das sind dann die Ultimative Universal Cables. Dafür braucht man nur Atomic Alloys, die sind ja übel günstig. 8 Stück, ja Mensch. Weil wir nicht mehr von den anderen haben. Aber jetzt haben wir Ultimate. Die werden wir auf jeden Fall überall einsetzen. Dann werden wir jetzt mal am Ende der Folge noch vielleicht eins der anderen Dinger automatisieren. Eins der anderen Metallurgic Infuser. Und ich möchte mal ganz kurz hier reingucken. Eigentlich, warte mal, ich guck mal, wie viele Diamanten wir haben. Eigentlich 1000 Diamanten. Eigentlich würde ich sagen, haben wir genug Kram. Haben wir Diamanterz oder haben wir das hier reingeballert? Nö. Ja, hier wird Diamant reingeballert. So, eigentlich würde ich sagen, haben wir genug Diamanten, um das nicht zu refine, nicht zu enrichen. Aber ich würde es trotzdem machen. Ich würde trotzdem das Ganze enrichen, einfach, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann, würde ich hier einfach Zeugs enrichen. Das geht ja recht flott. So, wir haben hier jetzt noch 43 Compressed Diamonds und wir brauchen auch nie mehr als das, weil... ich überlege mir gerade ein System, pass auf, wenn wir das Ding unten an unser Dings hängen und sagen, da sollen alle Diamanten reingepumpt werden, pumpt er so viele Diamanten rein, bis der komplett voll ist, bis der 64 davon hat und 64 Diamanten hier sind, das heißt, wir brauchen, wie viel machen wir, ich kann mal ganz kurz gucken, wie viel, wir machen aus einem Diamant, glaube ich, einen Enriched Diamond, glaube ich, ne, und das heißt, wir haben 128 Diamanten in der Pipeline und dann ballert er das Ding voll, hier das, bis hier auch 64 drin sind. Und bis er das gefüllt hat. Und einer macht ja 1000, und er kann, nee, einer macht 100, und er kann maximal 1000 speichern, so rum oder so. Weil wir können es mal ganz gut ausprobieren, indem wir da zwei neue Stück reinballern. Ich glaube, einer braucht 100 zum Enrichen. Oder? 10 zum Enrichen? Ich weiß es gar nicht. Genau, einer macht einen. So. Das heißt, wir werden vielleicht 200 Diamanten in der Pipeline haben. Dafür brauchen wir aber auch kein mega kompliziertes System, was sagt, okay, nur wenn so und so viel davon da ist und wir haben die Dinge auch nicht in unserem ME-System, weil die brauchen wir auch eigentlich nicht im System. Wir verbrauchen echt nur 10 davon. Pass auf, aber wir können jetzt gleich mal gucken, weil wir davon jetzt gleich 10 weniger haben. Nee, das ist Quatsch. Wir können jetzt so mal ganz kurz gucken, weil wir davon gleich 10 weniger haben. So, testen wir das mal ganz kurz aus, ob so ein Ding 100 bringt. Weil wenn so ein Ding 100 bringt, dann füllt sich der Diamantpegel auch automatisch wieder auf. Und wir brauchen eins von diesen Teilen. Warten kurz. Ja, das heißt, er verbraucht genau vier, also er verbraucht sie ja nicht. Wir haben 64 Diamanten hier drin, 64 Diamanten hier quasi, da in diesem Slot, 64 Diamanten in diesem Slot. Das heißt, wir brauchen 64 plus 64 sind 120, plus 64 sind 128, machen 130, sind 190, 100... 192 Diamanten, die in unserer Pipeline hängen. Ganz ehrlich, damit kann ich absolut leben. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Das heißt, wir werden das so bauen, wie ich mir das gerade vorstelle. Das heißt, wir brauchen einen Enrichment Chamber zusätzlich zu dem anderen und mehr brauchen wir nicht. Das heißt aber, dass wir Enrichment, habe ich keine mehr davon? Egal, kann mir eine craften. Enrichment Chamber.
Es gibt sogar die Basic Enriching Factory, es gibt die Advanced Enriching Factory und es gibt die Elite Enriching Factory. Da könnte man natürlich noch ein bisschen übertreiben. Enriched Iron mit Kohle. Was kann man denn daraus craften, sag mal? Refined Iron Ingot mit Diamant Dust. Okay, das war's. Und was kann man damit craften? Eine Reinforced Crowbar, eine Jackman's Goggles. Bisschen anderen Krams. Block of Steel. Ach, Refined Iron ist quasi ein Block of Steel, oder was? Ach so. Diamond Boarhead. Brauch nicht alles nicht. So, tschüss. So. Das ist aber automatisiert, das heißt, davon werden wir gleich 300 Stück haben. Ich bin zufrieden. Trotzdem möchte ich mir eine kleine Enrichment Chamber bauen, weil mehr brauchen wir auch nicht. So, nehmen wir uns mal die kleine Enrichment Chamber, gehen nach unten und ballern hier das nächste Konstrukt. Und wie viele Channel benutzen wir hier? 3. Da müssen wir erstmal einmal in die Enrichment Chamber gehen mit einem Export-Bus. Dann müssen wir hier neben das Ding bauen. Wir sagen, hier ist die rechte Seite Output, hier ist Input und von hinten ist die Energie. Dann sagen wir hier, dass links ist Input. Ne, links ist das. Das heißt, links ist Infuse. Da machen wir mal ganz kurz gar nichts in allem. So, links ist Infuse. Das heißt, und der sollte, wenn wir den anmachen, können wir den auf Auto-Eject schalten? Eject on. Das heißt, er ballert es automatisch hier mit rein. Und der hier macht dann seinen Stuff. Da müssen wir nur einen Input dranhängen, weil der Rest funktioniert automatisch. Und ein Input und ein Output brauchen wir daran. Das heißt, es müsste eigentlich nur noch hier so ein Ding machen. Und wir wären eigentlich mit dem Gedönsel schon durch. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge, weil diese Folge ist schon wieder ein bisschen zu lang. Ich würde sagen, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Unter Federn. Ist ein Hühnchen gestorben? 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Kraftattacke? Nee, Kraftattacke ist das nicht. Kraftattack habe ich eben die ganze Zeit aufgenommen. Minecraft Novus ist das hier. Und ich würde sagen, ich freue mich schon. Und hoffentlich freut ihr euch auch. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Disconnected. Tschüss.